Naja, man sagt ja schon seit Jahrhunderten, wenn ein Künstler ein schönes Kunstwerk erschafft, dass er von der Muse geküsst wurde. Natürlich gibt es auch andere Künstler, die Einfälle haben, Geistesblitze, Inspirationen. Aber von der Muse geküsst zu werden, das muss schon was ganz Besonderes sein. Man sagt ja nicht umsonst, Musen sind die Gewürze der Kunst. So wie der Pfeffer beim Kochen. Ich würde auch gerne mal eine Muse finden. Na gut, ich werde jetzt mal eine Muse finden. Ein Mädchen, die das bewundert, was du da machst. Zeichne es dir nicht mal vor. Ja, wahrscheinlich kommt das aus meinem Inneren. Aus meinem Bedürfnis, was zu machen, was nur ich kann. Das wäre mein Beitrag zur Veränderung der Welt. Das kann dir nicht schaden. Na, das stimmt wohl. Kann ja auch nicht jeder, was du da Tolles kannst. Ja, aber vielleicht können sie ja etwas anderes gut. Vielleicht Kabarett oder Zeichnen oder Musik machen, überhaupt. Oder einfach Leuten zuhören und mit ihnen reden. Wer bist du denn? Ich bin Bojan, der Bojan, der wie verrückt gerne zeichnet und sich sehr gerne von seinem Freund Konrad anreden lässt. Jo, merkt ihr das? Du regst mich aber auch sehr an. Ich? Wieso denn? Wie denn? Was? Ihr arbeitet ja ganz verschieden. Ja. Ja, schon. Aber es ist schön, wenn ich weiß, dass ich ihn anrege. Das regt mich an und das regt wieder ihn an und so weiter. Das heißt, ihr seid sozusagen Seelenverwandt. Ihr denkt ähnlich, aber ihr arbeitet verschieden. Das wird wohl so sein. Konrad, wie rege ich dich denn an? Das ist relativ einfach. Wenn du hier bist, wenn ich zeichne, dann fühlt es sich an, als wären wir im selben Boot. Auf der Reise sagen wir nach Glück oder... Ja, Glück. Wir wollen das Gleiche und drücken es anders aus. Das hast du sehr schön gesagt. Habt ihr schon mal gehört, dass ein Künstler von der Muse geküsst wird? Ich mache nämlich gerade eine Studie darüber. Seit wann können Apfelmus und Zwetschgenmus küssen? Naja, du hast aber auch noch nicht viel Ahnung von Kunstgeschichte. Nee, bin ich auch erst 11. Aber du kannst schön zeichnen. Würde ich das auch gern können. Vielleicht kannst du ja etwas anderes. Urgut. Naja, glaube ich nicht. Das eine Muse zu finden, habe ich mir nicht so schwer vorgestellt. Na gut, tschüss. Von der Muse geküsst oder woher kommen eure Ideen? Ja, natürlich wurde ich von der Muse geküsst. Ich muss nur kurz denken, da fliegt plötzlich ein. Dann habe ich das fertige Bild schon von mir. Bei mir kommt niemand küssen. Aber von irgendwo müssen deine Ideen doch kommen, oder? Ja, das stimmt. Ich werde drüber nachdenken. Dankeschön. Ich gehe jetzt zu Lukas. Er spielt Euphonium, eine Art Trompete. Tschüss! Thank you.
Ja, was denn? Weißt du, wer Lukas inspiriert? Ja, er sagt immer mein schönes Notenblatt, aber nur dann, wenn ich es erinnerte. Das heißt, du bist sozusagen seine Muse. Was soll das denn sein? Naja, ein Wesen, das Künstler inspiriert. Ach so, nein, er sagt nie meine Muse. Aber manchmal nennt er mich sogar bei meinem Namen. Aber meistens eben mein schönes Notenblatt. Dankeschön, Beatrice. Du warst wundervoll. Tschüss. Oder ciao, wie du willst. Tschüss, ciao, Beatrice. Damit auch schon euer Geld verdient? Tja, naja, verdienen. Unser Brot verdient mit zum Beispiel diesem Bild hier. Wow. Und wie inspiriert ihr euch da? Das ist kompliziert. Also, wir inspirieren uns gegenseitig. Mir fällt etwas ein und dann sieht er mir in die Augen und dann fällt es ihm auch ein. Das nennt man aber abkupfern, gell? Das weißt du schon. Ja, das weiß ich schon. Schwierig zu erklären. Er schaut mir tief in die Augen. Und? Oder schaut er ins Malkastel? Malkastel bin ich aber keins. Also gut. Kann man noch sagen, dass euch die Muse küsst? Wer küsst uns? Er ist doch keine richtige Muse, oder was? Naja, ich kann euch ja mal eine vorbeischicken. Tschüss! Dass der Geist, die Inspiration in einen Pferd, in einem blitzartigen Moment, soll das wohl ausdrücken. Also der reale Kuss ist damit, glaube ich, nicht so sehr gemeint, so schön auch das natürlich sein kann. Und diese sozusagen inspirierende Begegnung mit einem geliebten Menschen, dass die unglaublich viel auslöst, das ist ja etwas, was hoffentlich die meisten von uns erfahren. Das ist einfach so. Nicht nur für Künstler. Ja.
Wurden Sie schon mal von einer Muse geküsst und so inspiriert? Also Kunstvermittler sind ja nur, weiß Gott, keine Künstler, aber diese sozusagen alles verändernde, blitzartige Begegnung mit einem geliebten Menschen, das durfte ich Gott sei Dank auch schon erleben, aber ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Film haben will. Aber es müssen ja nicht unbedingt nur Künstler von Musen geben. Nein, ich gönne es jedem Menschen und ich hoffe, dass es, und ich bin auch ganz sicher, dass es bei jedem passiert, weil wir einfach diese Inspiration durch die Kraft der Liebe, das ist, glaube ich, das, ohne dass man das Leben vergessen könnte.